Leute, von den Sorgen eines Gärtners. Es ist nicht zu fassen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich den Verdacht hatte, dass irgendwelche Viecher bei mir die rote Beete abgefressen haben. Da habe ich immer gedacht, das wäre ein Taum. Und so sah das ja jetzt aus hier. Oh, guckt euch mal diese rote Beetepflanze an. Und daraufhin habe ich die ja im Netz abgedeckt. Dann habe ich gesehen, dass hier Kohl abgefressen war. Und heute Morgen gehe ich in den Garten und ich denke, ich gucke nicht richtig. Das kann doch nicht wahr sein. Sind die Erdbeeren abgefressen? Die Erdbeeren, Leute. Unfassbar. Guckt euch das mal an. Hier. Alles platt gemacht, abgefressen. Und dann guckte ich mir hier die weiche Erde neben dem Beet an. Und was sehe ich? Ich sehe Fußabdrücke. Und zwar von einem Reh. Das heißt, hier ist ein Reh rübergekommen und hat hier dran gefressen. Und dann war ich am Überlegen, was sollte ich machen? Und dann dachte ich, naja, gut, boah, vielleicht kommt das nachts, musste ich mal abends auf die Lauer legen und das Reh dann verjagen oder sowas. Und jetzt bin ich hier im Garten und es ist 11 Uhr morgens, knackiger Sonnenschein. Es ist mitten am helllichten Tag. Und was soll ich euch sagen? Ich sehe hier hinten im Schatten ein Riesenreh stehen, das hier wegläuft. Und das sich am helllichten Tag hier hinten bedient, an meinem Gemüsegarten. Das ist unfassbar, echt. Ich kriege ein Horn. Ich kriege echt ein Horn. Da habe ich keinen Bock drauf. Kann man nicht verstehen, sicherlich. Guckt euch das an. Alles steht wunderbar und jetzt kommt so ein scheiß Reh von da hinten. Und wisst ihr warum? Weil der Nachbar hier nicht mehr das Gras und das Heu macht. Das ist übernommen worden von jemand anderem. Der hat Pferde und lässt das hier total verwuchern. Und das Problem ist, die Rehe fühlen sich hier richtig wohl natürlich. Wahnsinn. Ey, ich dachte, ich drehe ab. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Aber jetzt weiß ich, wer der Missetäter ist. Und vielleicht werde ich mal mit dem Jäger sprechen, ob der irgendwas dagegen unternehmen kann oder was man machen kann. Das ist ja richtig ätzend, echt. Jetzt wächst alles schön, jetzt kommt ein Reh und frisst alles ab. Soweit zu den Sorgen eines Gärtners. Tschüssi.